Die Sorge vor einer neuen Epidemie, sie ist groß. Gerade jetzt, zu Beginn der großen Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar, könnte sich die rätselhafte Lungenkrankheit leicht verbreiten. Unter den Flugpassagieren wurde bis jetzt noch kein Patient mit der erwähnten Lungenkrankheit ausfindig gemacht, erklärt der Sprecher der zivilen chinesischen Luftfahrtbehörde. Und auch der staatliche Bahnkonzern gibt bekannt, wir konnten keinen Ausbruch sichten, werden aber weiterhin sorgfältig kontrollieren. Unter strengster Kontrolle sind auch die über 40 Erkrankten. Sie alle leiden an der mysteriösen Lungenkrankheit, die im Verlauf einer schweren Lungenentzündung ähnelt. Und von den meisten ist bekannt, dass sie Besucher eines Marktes in der chinesischen Metropole Wuhan waren. Der Huanan-Markt gilt als Ursprungsort der Krankheit. Seit dem 1. Januar ist er geschlossen. Die hier verkauften Wildtiere sollen die Überträger des Coronavirus sein. Ein sehr wandlungsfähiger Virus. 2002 und 2003 löste das aggressive Coronavirus SARS eine Epidemie aus, an der etwa 1000 Menschen starben. Die werden von Tieren auf den Menschen übertragen, manchmal auch von infiziertem Fleisch auf den Menschen übertragen. Wir wissen, die können ganz harmlose Erkrankungen im oberen Atmungstrakt machen, also Erkältungskrankheiten. Die können aber auch schwere Lungenentzündungen machen, die dann unter Umständen auch tödlich verlaufen können. Eine Übertragung von Mensch auf Mensch wurde im aktuellen Fall noch nicht nachgewiesen. Die Krankheit sei derzeit auch unter Kontrolle, heißt es. In Südkorea, Singapur und Hongkong gibt es jedoch schon weitere Verdachtsfälle.